Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. In meinem heutigen Video zeige ich euch ein super leckeres Rezept. Wir machen zusammen einen Toffifee-Kuchen, der super einfach ist und innen drin auch noch super saftig. Bevor ich euch nun gleich die Zutaten verrate, zeige ich euch erst einmal, dass ich hier die Zauberkastenform, die hier vom Pampertef, einfach erstmal mit Backtrennmittel einpinsel. Ihr könnt natürlich auch eine andere Backform benutzen und den Backofen, den habe ich jetzt hier drüben schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Für den Teig benötigen wir einmal 15 Toffifees, das sind 125 Gramm. Außerdem noch 100 Gramm weiche Butter, 4 Eier der Größe M, eine Prise Salz. Außerdem benötigen wir noch 50 Gramm Karamellsirup. Außerdem noch 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Schmand. Außerdem noch 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm Mehl. Da verwende ich wie immer 100 Gramm Weizenmehl Typ 405 und 100 Gramm Dinkel Typ 630 und außerdem noch ein Päckchen Backpulver. Als erstes geben wir nun die Toffifees in den Mixtopf und zerkleinern die für 5 Sekunden auf Stufe 7 und füllen die dann erst wieder um. Jetzt geben wir nun die Butter, die Eier, Zucker, Schmand, die Prise Salz und den Karamellsirup in den Mixtopf und lassen das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 5 vermischen. Jetzt geben wir nur noch das Mehl, die Haselnüsse und Backpulver in den Mixtopf und vermischen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5. Jetzt geben wir noch die zerkleinerten Toffifees hinzu für 10 Sekunden auf Stufe 5 links laufen. Jetzt gießen wir den Teig in die Backform rein und dann wandert das Ganze direkt in den heißen Backofen. Für ungefähr 70 Minuten macht ihr wie immer die Stäbchenprobe und schaut, ob der Kuchen durchgebacken ist. Wenn ihr die Stäbchenprobe macht und es bleibt noch ein bisschen Teig dran kleben, dann lasst ihr den einfach noch mal ein bisschen weiter drin und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Den Kuchen, den lassen wir jetzt einfach in der Form 20 Minuten abkühlen. Danach stürzen wir ihn auf dem Abkühlgitter und lassen ihn dann komplett auskühlen. In der Zwischenzeit kann ich jetzt schon mal hier die Deko vorbereiten. Die Deko ist natürlich wie immer alles auf der Torte. Ich verwende jetzt für die Dekoration 150 Gramm Schokolade. Dann benötigen wir einen Esslöffel Kokosöl und noch ungefähr 6 Toffifees. Die Schokolade schmelze ich jetzt einfach im Wasserbad mit der Impfmethode. Dafür macht ihr einfach heißes Wasser, nimmt ein Schälchen drüber. Wichtig ist, dass das Schälchen nicht das Wasser berührt, denn sonst wird das Schälchen zu heiß und die Schokolade hat dann die falsche Temperatur. Und wir schmelzen 100 Gramm jetzt über dem Wasserbad. Wenn die Schokolade schön geschmolzen ist unter ständigem Rühren, dann schalten wir den Herd aus. Geben die anderen 50 Gramm dazu und unser Esslöffel Kokosöl, vermischen das Ganze und gießen es direkt über den Kuchen. Wichtig ist, dass ihr dann, wenn die Schokolade drüber gegossen ist, direkt auch eure Deko drauf gibt, weil wenn die Schokolade fest ist, haftet da nichts mehr dran. Und da halbiere ich einfach die Kopf. Ja, gut, dass man dich nicht da unten sehen kann, ne? Die Toffifees, die halbiere ich einfach, gebe die oben drauf. So könnt ihr sie nämlich später einfacher zuschneiden. Schön sieht es natürlich aus, wenn man die Toffifees ganz drauf lässt. Aber praktisch ist es, wenn die schon halbiert sind. Und wie gesagt, dekorieren könnt ihr das Ganze natürlich so, wie ihr mögt.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht den Kuchen mal nach. Der schmeckt wirklich super saftig und schmeckt allen richtig, richtig gut. Das Rezept schreibe ich euch natürlich in voller Länge auf und verlinke ich euch unten in der Infobox direkt auf meiner Homepage, genauso wie meinen Shop, wenn ihr irgendwas hier von Pamperchef, wenn euch irgendwas angelächelt hat oder sowas, könnt ihr es gerne bestellen oder mich auch persönlich kontaktieren und wir planen zusammen eine Kochshow, das können wir gerne tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Rezeptvideo. Tschüss!